Willkommen zu einer neuen Folge von Interior. Ich bin Katrin und heute setzen wir eine helle Couch in Szene. Ich zeige euch, mit welchen schönen Grüntönen wir sie kombinieren können und wie man mit einem dunklen Metall einen perfekten Gegenspieler gewinnt. Los geht's! Ein helles Sofa wirkt immer sehr schön, kann im Raum aber auch schnell untergehen. Deshalb brauchen wir Möbel und Accessoires drumherum, die das Sofa schön zur Geltung bringen. Und genau die Sachen kaufen wir jetzt ein. In meinem Wohnzimmer arbeite ich heute mit grünen und braunen Farbelementen. Das harmoniert sehr gut und als Gegenspieler setze ich dunkles Metall ein. Das bringt nochmal so ein paar Akzente rein. Also grün, braun und Metall. All das soll sich in meinen Möbeln und Accessoires widerspiegeln. Ich wollte ja einen waldgrünen Sessel und so einer würde sehr gut in mein Konzept passen. Jetzt brauche ich noch einen coolen, aber auch stylisch und funktionellen Couchtisch für mein Sofa. Ich dachte mir sowas wie im Industrial Look, so wie hier, mit dunklem Metall. Das passt perfekt in mein Konzept. Ein passendes Regal ergänzt natürlich meine Sitzecke im Wohnzimmer. Und auch da möchte ich den Baustein Metall wieder mit einbringen. Deshalb gefällt mir dieses hier eigentlich schon mal ziemlich gut. Da ich mein Sofa ja so richtig toll in Szene setzen möchte, brauche ich einen passenden Gegenspieler. Und da suche ich mir jetzt ein schönes Sideboard aus massivem Holz mit metallischen Elementen aus. Tada! Mein neuer Sessel in Waldgrün. Perfekt zu meiner Tapete mit Naturmotiv. Naturtöne und Grüntöne, die setzt ihr am besten großflächig ein, so wie ich hier bei meiner Tapete oder als Wandfarbe. Was den Raum auch noch schön strahlen lässt, sind Grünpflanzen. Und ein kleiner Tipp von mir, verzichtet auf zu grelle Farben. Bleibt bei den Naturtönen. Ich habe doch gesagt, ich möchte mein Sofa im Zentrum sehen. Jetzt steht es immer noch an der Wand. Also ab damit zur Mitte. Mein Sofa ist übrigens wieder voll angesagt, weil es aus Kord ist. Es ist ein richtig schöner Retro-Style. Ach, das ist so bequem und herrlich. Richtig zum Wohlfühlen. Hier habe ich die perfekte Bühne für mein Sofa. Ein handgemachter Teppich mit leicht verwaschenem Design. Ich nenne das Ganze Cool and Cozy. Ein schöner filigraner Metalltisch mit Ablagefläche, der leicht und luftig wirkt. Hier kommt mein neues Regal. Da habe ich den Stil vom Couchtisch wieder aufgegriffen und es gefällt mir deshalb so gut, weil es A funktional ist und B viel Platz hat, schick ausschaut und das dekoriere ich dann in meinen schönen Grüntönen. Massives Holz aus dunkler Esche. Ein weiteres Accessoire, das mein dunkles Metall aufgreift, diese Stehleuchte im Retro-Look. Willkommen in meinem neuen Wohnzimmer. Schon cool, wie man so ein Sofa ganz einfach in Szene setzt, oder? Mit so ein paar kleinen Tricks, die Farben aufeinander abgestimmt, das Sofa ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerutscht und schon ist es unser Hauptakteur. Also mir gefällt es richtig gut und ich hoffe euch auch. Und wenn ihr noch Fragen zu der Folge habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, hinterlasst mir ein Like und abonniert unseren Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Katrin.